herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus lädt uns ein, in seinem Wort zu ihm zu kommen. Matthäus 11, Vers 27. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ist das nicht eine besondere Einladung, eine wunderbare Einladung? Kommt her zu mir. Und dann alle, die mühseligen und beladenen, wenn du Not hast, wenn du Sorgen hast, dann sagt er, komm zu mir und ich werde dir Ruhe geben. Wie schön, wenn du wieder Frieden hast in deinem Herzen und er will es dir geben. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Die Frage ist, mit wem bist du verbunden? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Mit wem bist du verbunden? Du sagst vielleicht, ja, ich habe geheiratet mit meinem Mann oder mit Freunden und so weiter. In Johannes 15, Vers 4 steht, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Das sagt Jesus. Er sagt nicht nur, ja, informier dich über mich, hab mich gern oder sag einfach ja zu mir. Ja, das gibt viele, die eigentlich nur das gemacht haben. Aber hier steht, bleib fest verbunden. Etwas, wo fest verbunden ist, bleibt nur an dieser Stelle und nur mit dem verbunden, mit dem es verbunden ist. Und bleibt fest verbunden mit mir, sagt Jesus, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Also, wir haben eine Entscheidung zu treffen, diese Entscheidung zu treffen, mit ihm verbunden zu bleiben. Und dann klingt er sich ein und sagt, ich bin auch mit dir verbunden. Das ist unsere Entscheidung. Er zwingt dich nicht dazu. Auch wenn du sagst, ja, ich bin nur evangelisch, katholisch oder irgendwas. Er zwingt dich nicht dazu, mit ihm verbunden zu sein. Aber er sagt, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann bringen wir auch Frucht. Du hast dich vielleicht schon gefragt, warum kommt nichts raus aus meinem Leben? Ich gehe nur arbeiten und niemand hat irgendwo so richtig was davon. Ja, wenn wir mit ihm verbunden sind, bringen wir auch Frucht. Und das kann man nicht kaufen, das muss man leben. Lebe mit ihm in einer Verbindung. Und ich sage dir, die Ergebnisse, die sind wunderbar. Es braucht aber eine Entscheidung. Danke, Herr, dass du jetzt mit jedem bist, der diese Entscheidung trifft oder getroffen hat, fest mit dir verbunden zu sein. Und nicht nur dich ab und zu besuchen oder dich nur gebrauchen, wenn eine Not ist, sondern mit dir verbunden zu sein. Ein Leben zu führen mit dir. Herr, ich danke dir auf dieser Welt, Herr, in dem Job, wo ein jeder hat, in dem Altersheim, in der Schule. Herr, ich danke dir dafür, dass wir mit dir verbunden sein dürfen und damit durchs Leben gehen dürfen. Amen. Auch heute wollen wir wieder für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und da schreibt uns jemand, liebes Gebetsteam, bei meinem Schwager wurde ein bösartiger Tumor im Magen festgestellt, den man nicht operieren kann. Bitte betet für ihn. Für Gott ist nichts unmöglich. Danke. Jesus, und das stimmt, für dich ist nichts unmöglich. Und du kennst auch diesen Mann mit diesem Magentumor. Und da, wo auch die Ärzte ratlos sind, da bist du nicht ratlos. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass dieser Tumor verschwindet, dass diese Zellen, diese Krebszellen vertrocknen im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass diese Krebszellen entmachtet sind durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, Jesus, dass dieser Mann deine Hilfe erfahren darf, dass du eingreifst und dass dein Heilungsstrom fließt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns folgendes: Liebe Mitchristen, bitte betet für mich, da ich sehr unter Diabetes und einer Herzerkrankung leide. Vielen Dank. Und auch dafür wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst und dass du auch diesen Diabetes und die Herzerkrankung weißt. Und ich danke dir, dass diese Bauchspeicheldrüse wieder funktioniert in deiner göttlichen Schöpfungsordnung. Und ich danke dir, dass du das wieder in Bewegung setzt und wieder herstellst, so wie du es geschaffen hast.
Und ich danke dir, dass diese Herzprobleme aufhören, dass du dieses Herz in die normale Funktion setzt. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen für diese Heilung von diesem Mann. Und ich danke dir, dass du schon begonnen hast zu heilen und begonnen hast, durch seinen Leib zu fließen mit deiner Heilungskraft. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Und ein weiteres Gebetsanliegen per E-Mail kam dieses. Bitte betet für mich. Hatte 2017 eine Brustkrebserkrankung mit ganzem Programm. Jetzt habe ich Schmerzen im Handgelenk. Der Knochen ist wohl auch etwas verformt und die Ängste mit Metastasen wollen kommen. Bitte betet für Heilung und dass ich im Frieden und im Vertrauen Ruhe finde. Danke und herzliche Grüße. Ja, dafür wollen wir beten. Danke, Herr, dass du jetzt gerade dieser Person begegnest. Herr, in erster Linie mit einem tiefen Frieden und einer Gewissheit, dass du mit dabei bist. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Lass auch wirklich deine Heilung durch diesen Körper fließen, deine befreiende Heilungskraft, Herr, dass keine Metastasen mehr da sind, dass die ganzen Symptome und was da auch sind, verschwinden und dass es keine Hinweise sind auf irgendwie neue Dinge. Ich danke dir dafür, für komplette Heilung dieser Person. Danke, Herr. Amen. Amen. Und das folgende Gebetsanliegen dreht sich um einen Kinderwunsch. Mein Mann und ich versuchen seit vielen Jahren, Kinder zu bekommen. Bis jetzt leider erfolglos. Wir hatten schon mehrere Behandlungen hinter uns, inklusive einer Fehlgeburt. Besten Dank. Danke, Herr, dass du jetzt auch wunderbar mit diesem Ehepaar bist. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Herr, dass so ein tiefer Friede in diese Menschen hineinkommt. Herr, ich danke dir dafür, dass der ganze Zwang und alles, all die, das muss was werden und wir wollen. Und Herr, dass eine tiefe Entspanntheit hineinkommt und Herr, dass du es wirkst. Ich danke dir dafür, Herr, wenn nichts funktioniert hat, ich danke dir dafür, Herr, dass wir wirklich, Herr, wirklich ein wunderbares Kind in Existenz rufen dürfen, Herr. Herr, dass es ganz normal, Herr, gedeiht, geboren wird. Herr, ich danke dir dafür. Du bist der Gott, der dieses Wunder tun kann. Du hast es schon so oft getan. Danke, Herr. Schenke du ein wunderbares, gesundes Kind. Danke. Amen. Amen. Gott greift ein in Menschenleben und wie schön, dass wir das immer wieder hören und erfahren dürfen. Und eine Frau schreibt uns Folgendes. Ganz herzlichen Dank an den Herrn und auch euch für die Gebetsunterstützung für meine Freundin. Sie hat keine Kieferschmerzen mehr. Ich danke euch auch für alle Segensdienste und für die Zeitschrift. Wie schön, wenn man keine Schmerzen mehr hat. Und ein weiteres Zeugnis. Ich habe euch um Gebetsunterstützung für meinen Bruder gebeten, der am Herzen operiert werden sollte. 2 Stents wurden ihm bereits gesetzt. Dabei wurde festgestellt, dass die Hauptschlagader zu 99% zu war. Bei der letzten Untersuchung war von einer erneuten OP nicht mehr die Rede. Er bekam einen Stent gesetzt und konnte am nächsten Tag das Krankenhaus verlassen. Es geht ihm gut. Danke für die Gebetsunterstützung. Und danke, Jesus. Wie schön. Und aus Bayern kommt diese Gebetserhörung. Gerne möchte ich mich für eure Gebete in der Gebetsnacht bedanken. Ich hatte gebeten, für meine damals vorliegenden Steuerfachwirtprüfung zu beten. Ich war damals richtig verzweifelt. Wie durch ein Wunder habe ich diese erfolgreich absolviert. Dafür gebe ich meinem Gott alle Ehre. Und denke jeden Tag daran, wie Gott mir seine Gnade erwiesen hat. Auch habe ich euch gebeten, für meine Arbeit zu beten, und ich darf nun ernten, was seit Jahren durch Gebet gesät wurde. Es ist fast unglaublich, und Gott wirkt von Tag zu Tag immer mehr. Danke, dass es euch gibt und dass ihr seinen Willen tut und befolgt. Ja, im Gebet können wir auch Samen sehen, der aufgeht.
Und eine Frau schreibt uns dieses: Ich habe für den Vater einer Freundin ein Gebetsanliegen geschickt, wegen einer Darminfektion. Am nächsten Tag ging es wieder gut. Ein weiteres Anliegen habe ich euch zugeschickt, da ein Mann Blut im Urin hatte. Er sollte eine Blasenspiegelung erhalten. Laut Aussage der Ärzte ging man zu 95% von Blasenkrebs aus. Gott sei Dank ist das Blut im Urin durch eine Blasenspülung verschwunden und der Mann konnte wieder nach Hause. Ihm geht es jetzt wieder gut. Wie wunderbar. Ja, wenn es dir auch gut geht oder du irgendwas Tolles erlebt hast, wie Gott dich berührt hat, lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Der Tipp des Tages. Ja, mit wem bist du verbunden? Bist du wirklich verbunden mit Jesus, so ganz unkompliziert, unreligiös, wo du wirklich sagst, ich lebe mit Jesus. Jeden Tag, jeden Moment, ich lebe mit Jesus. Ich meine nicht, dass du sagst, ich gehe in die Kirche, ich lese Bibel. Nein, ich lebe mit ihm. Und wenn du sagst, ja, das ist verbesserungsfähig, dann mach dir jetzt Gedanken, was dein nächster Schritt dazu ist. Wenn du Not oder Sorge hast, lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Ja, wir hatten ja das letzte Wochenende die Online-Konferenz mit Colin Urquhart. Das waren 4 Teile, je eine Stunde. Und dazu gibt es auch Medien. Es gibt CDs, DVDs und auch USB-Sticks und auch Downloads über unseren Shop. Schaut dort vorbei, es ist eine ganz, ganz wertvolle Information. Du kannst auch gerne am Sonntag vorbeischauen, natürlich auch hier direkt im Gottesdienst, aber auch über Livestream und YouTube. Und dann noch eine Sache. Wir dürfen ja derzeit kaum noch was im öffentlichen Bereich tun, durch die ganze Krise, in der wir gerade leben. Ich sag dir, schau mal den nächsten Videoclip an von den Oasentagen. Kommen Sie zur Ruhe in der Weite der Wüste Judäa. Vergessen Sie den Alltag und schalten Sie ab in der wunderschönen Oase Kfar Hanokdim. Für eine gemütliche Unterkunft und gutes, traditionelles Essen ist gesorgt. Sie müssen sich um nichts kümmern. Betrachten Sie zusammen mit Daniel und Isolde Müller das Leben von Abraham im Beduinenzelt und nachts unter dem Sternenhimmel. Hören Sie, wie Gott in Ihr Leben spricht und segnen Sie mit uns die Stadt Jerusalem. Alle Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf missionswerk.de/reisen. Schau dir das mal an und stell dir vor, du gehst nächstes Jahr mit Oasentage oder Israel. Du fährst mit, mach dir mal was Schönes und träum dich mal da rein, wie schön das wäre. Und ich sage dir, es bringt dich auch raus aus der ganzen Mühle um das, was jetzt alles so um dich rum ist. Ob wir fahren können oder nicht, kann ich dir nicht garantieren. Aber wenn wir nicht fahren können und du meldest dich an, dann bekommst du das Geld zurück. Aber stell dir jetzt mal wirklich, schau das an und stell dir vor, du wärst dort. Es bringt dich mal auf richtig andere Gedanken. Wir wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Tschüss und bis bald. Alles Gute und Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.